Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der diesjährigen Port & Sound. Und wir sind am Stand von Yamaha, euer Wunsch, und ihr habt ein neues Pult rausgebracht. Ja, Gott sei Dank. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön leuchtend aus. Und auf jeden Fall ein, ich würde mal sagen, Flaggschiff von Yamaha, ne? Definitiv flaggschiffreihe. Wir reden über das PM7, das ist quasi die PM-Serie. Mhm. Davon wurde, ich weiß gar nicht, vorletztes Jahr wurde das PM10 rausgegeben. Mhm. Das hier ist der Nachfolger, der von den Funktionen kurz unter dem PM10 angesiedelt ist. Es gibt einige Ausnahmen. Ansonsten entspricht die Oberfläche allerdings komplett dem des PM10. Erster grundsätzlicher Unterschied ist, dass alles, was an DSP-Leistung im PM10 ausgelagert ist, also extern in einem Rack ist, ist hier eingebaut worden. Das heißt, das Surface ist komplett sonst identisch. Also es gibt gleiche Anzahl von Federn, Knöpfen, Encodern, alles identisch. DSP-Leistung ist grundsätzlich auch erstmal identisch, was in Bezug auf die Plugins Gültigkeit hat. Das Einzige, was nicht in diesem Pult zu finden ist, ist der TC6000-Algorithmus. Ansonsten aber der Eventide, alle anderen Plugins, die man im PM10 oder im CL findet oder auch im QL, sind hier komplett so drin. Und ein weiterer Punkt umfasst einfach nur die Kanalzahl In- und Ausgang. Also beim PM10 hat man 144 Eingangskanäle auf 108 Busse. Aufteilen tun die sich auf 72 Mixe und 36 Matrizen, sind 108. Und aber es gilt das gleiche Prinzip wie bei jedem Yamaha-Pult, also ob das jetzt QL, CL oder irgendwas ist. Du kannst jeden Eingangskanal auch direkt auf eine Matrix routen. Das heißt, für einen Mixer, für der Monitor macht zum Beispiel, sind diese 108 Busse beim PM10 identische Mixbusse. Für einen FOH-Mann ist natürlich eine Matrix interessant. Hier ist es so, bei dem Pult gibt es 60 Mixbusse plus 24 Matrixen, sind also 84. Das ganz Neue allerdings, was durch dieses Pult mit angestoßen wurde, eine neue Firmware 2.0.2, gerade aktuell, die ermöglicht das erste Mal, dass man in diesem Pult gleichzeitig die RPOs, also quasi die Vorstufe mit dem Neve Silk, des PM10s mit diesem Pult natürlich auch nutzen kann. Aber, und das ist eigentlich das wirklich Neue, man kann auch Rios mit diesem Pult nutzen, weil es eine Dante-Karte gibt. Und dieser Dante-Tunnel wurde quasi für die PM-Serie geöffnet. Ich kann die neuen Rios, die vorgestellt wurden, die D2s, damit nutzen, kann aber auch jede alte Rio, die ich noch im Lager habe, mit diesem Surface nutzen. Das heißt wirklich, wir sind sehr modular. Was für uns immer sehr interessant ist, wir sind ein Riesenfan von verschiedene Serien kombinieren, vor allem ja, wenn es darum geht, FOH-Monitor zu machen. Na klar. Da gibt es viele, viele Hersteller, die sich davor ein bisschen strotzen, sage ich mal, dass es nicht funktioniert, nicht kompatibel ist. Aber ich kann das als FOH nehmen, theoretisch eine CL als Monitor. Absolut. Oder umgedreht, oder eine das QL, funktioniert. Völlig egal. Dann konnte man zum Beispiel bei der CL-Serie, weil das erste Mal Dante nativ implementiert war in einem Pult, konnte man 64 Kanäle rein raus machen. Das lag aber eben nicht an Dante, sondern es liegt an der Vorgabe der CL-Serie. Okay. Bei dieser also rein systemtechnisch. Rein systemtechnisch bedingt. Ja, okay. Bei dieser Karte ist es so, dass du 144 Eingänge und Ausgänge hast. Auf einem Karten. Das ist amtlich. Und damit bist du das erste Mal auch in der Lage, im Prinzip alles, was hier an Ein- und Ausgängen zur Verfügung steht, in der Dante-Welt zu machen. Aber danach bist du halt vollkommen frei. Das heißt, du kannst natürlich jetzt nicht 144 Kanäle auf eine CL legen. Aber du könntest auf jeden Fall die möglichen 64 das, auf was ich einen bearbeiten Tisch, kann ich aber nutzen. Auf jeden Fall. Und du kannst ja auch zwei Pulte hinstellen. Also theoretisch alles, was Dante spricht, kann ich mit dem verwenden. Ganz normal. In der System-Config gibt es im Prinzip diese Anlagemöglichkeit, bin ich jetzt ein Twinlane-Netzwerk, was ja im Prinzip ein proprietäres Protokoll von Yamaha ist. Das heißt, das wird über Glas übertragen. Okay. Ist halt eine Eigenentwicklung. Und damit kann ich die RPOs ansprechen. Das heißt, das ist das, was eigentlich zur PM10 gehört, zum Rivage. Und wenn ich jetzt nur einen Reiter weitergehe, das ist eigentlich so das beste Beispiel, dann bin ich wieder in der Dante-Welt, weil ich habe hier diesen HY-Slot und da steckt jetzt bei uns diese Dante-Karte drin. Und wenn ich jetzt hier auf die Rio gehe, sehe ich eigentlich genau das Gleiche, als wenn ich in der CL arbeite. Das heißt, du hast jetzt auch alle Funktionen, könntest jetzt hier was anwählen, kannst direkt selber Gain machen, kannst dir das auf den Input-Kanal legen, machst von da Gain. Also es gibt keinen Unterschied in der Arbeitsweise. Und du kannst hier bis zu 24 Rios anwählen. Wenn man jetzt mal 24 mal 32 rechnet, weiß man schon, dass man auch mit ein paar Rios relativ weit kommt. Das ist ordentlich. Das reicht also für jede Top 40 Band der Welt und auch noch viel mehr. Du hast ja auch einfach, das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, alle, die so ein bisschen CL-affin, QL-affin sind, da wurde immer in 8er-Blöcken gearbeitet. Hier wurde das gesprengt, es gibt 12er-Blöcke. Also das heißt, du hast 3x12. Ja, also jede Bay hat 12 Kanäle plus ein Master mit 2. Und hier kannst du super unterschiedlich arbeiten. Du kannst sagen, ich möchte zum Beispiel in einer Bay
dass du jetzt zum Beispiel hier arbeitest. Das kannst du machen, indem du jetzt hier selectst. Und dann bist du wirklich zu Hause. Wenn du jemals auf dem CL gearbeitet hast, ist das alles identisch, wie man es halt kennt. Mhm. Dann nehmen wir das Keyboard. So. Und jetzt genau. Hast du hier dein EQ und kannst genauso mit den Encodern arbeiten, wie du das halt kennst. Und hier ist es halt so, beim PM7 zum Beispiel, hast du die 25-fache DSP-Leistung wie von einem CL. Aber das ist so, als wenn wir jetzt hier den ganzen Gang voll mit DSP-Pulten stehen, mit CL-Pulten stehen, okay, dann hättest du das, was du hier hast. Das ist meine Ansage. Dafür wiegt es auch 100 Kilo, aber egal, nein, Spaß beiseite. Und das ist jetzt hier definitiv. Das ist das große Schiff, genau. Und mit der Kanalzahl muss man auch wenig überlegen. Also es gibt ganz wenig Produktionen, wo ich damit nicht hinkomme. Wo kriegt man die mal voll? Ja, also voll kriege ich die bestimmt, aber ich bin nie auf der Suche beim CL. Das ist mittlerweile bei manchen Produktionen von mir schon so, dass sie dann sagt, oh Gott, jetzt brauche ich noch zwei Talkbacks, oder der Künstler kommt und sagt, ich habe jetzt aber noch meinen Produzenten, der spielt jetzt noch Percussion, Trompete, Schlagzeug und Bass. Dann wird es irgendwann schwierig. Ne? Mhm. Und das habe ich hier natürlich nicht. Nee, das ist Dann muss ich vielleicht auch mal eine Rio kommen lassen, aber dann bist du halt auch relativ schnell dabei. Ich wollte gerade sagen, und genug Prozessing kann sie ja wirklich, also sie hat ja genug davon in der Haube. Also an sich ein wirklich sehr ausführliches Video zur neuen Yamaha PM-Serie. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen geflasht, ich hätte nicht erwartet, dass sowas dabei rumkommt, aber an sich... Das freut mich sehr. Ja, ich meine, die Zuschauer haben es gewünscht, dass du mal erklärst, was ich hoffe, wir haben sie nicht enttäuscht. Ich glaube, wir haben das ausführlich erklärt und die werden hoffentlich nicht enttäuscht sein. Alles klar. Vielen Dank. Danke euch. Man sieht sich noch. Mach's gut. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss. Krasse Scheiße. Ich wollte sagen, so jede 5 Minuten. Ja, dachte ich mir auch. Ist es so? Nee. 30. Wirklich? Ja, stabil.